Willkommen wieder zurück auf meinem Kanal, ist hier euer Berliner mit Kessel, Kindermint Kessels. Und wir haben einen schönen Ort hier ausgesucht. Ich fange komplett, wie ich gesagt habe, letztes Mal neu an. Wir werden unser Town hier hinstellen. Schöne Nähe von allem möglichen Krempel. Gleich Wasser nebenan, das ist immer gut und wichtig. Ja, und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und uns weiter begleitet zu einer neuen Folge. Und ja, letzte Tage war ein bisschen weniger wieder los bei mir. Hat auch einen einfachen Grund, nicht weil ich keine Lust hatte, zu faul war oder was auch immer. Ich bin hier vor Hitze eingegangen, Leute. Wir brauchen Arbeiter. Okay, mehr Häuser, bla bla bla. Ja, bei mir sind richtig wieder... Ja, bei uns in Berlin war es halt richtig warm. Und ich habe es auch sofort gemerkt. Ich hatte bei mir im Zimmer wieder 37, 38 Grad und, dann die Sonne den ganzen Tag drauf. Mir ist hier das Wasser nur so gelaufen, Leute. So, wir werden gleich mal ein bisschen anfangen zu bauen hier. Wir werden noch ein bisschen shoppen. Wir brauchen ganz dringend Holz, Leute. Unsere Arbeiter legen schon fleißig los. Sie sind am Bauen. Ja, wie gesagt, ich fange heute recht früh an zu zocken. Oh, ist schon wieder Winter. Ich werde ja irre. Ich fange heute, wie gesagt, wieder sehr früh an zu zocken. Aus einem einfachen Grund. Ich habe die Befürchtung, dass es wieder so warm wird. Und dann geht's hier gar nichts. Dann kann ich erst wieder um 22 Uhr was machen. Und das ist mir einfach zu spät. Unpopulated Land. Und das ist mir einfach zu heftig auf Dauer, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, kostet aber extra, junge Frau, wenn sie da einziehen. Das sind Häuser am Wasser. So. Construction Bad, überall Build, perhaps. Closer building new homes. Haben wir gerade gebaut. Wir haben gerade neue Häuser gebaut. Brücken brauchen wir noch nicht. Wir sind hier ziemlich weit am Rand. Wir werden als erstes gleich hier Stein abbauen, Leute. Wir werden noch weiter shoppen. Wir müssen dann nach den Steinen müssen sofort einen neuen Förster engagieren, der neue Bäume pflanzt. Das ist sau wichtig, Leute. Ja, wie gesagt, ich finde das Spiel echt niedlich gemacht. Ich hätte am liebsten schon mehrere Folgen gemacht. Aber wie gesagt, wie das halt so ist, man hat nie so richtig Zeit, wie man will. Daher fangen wir heute damit an. Wir werden da mal keine riesen Plantagen bauen. Wir werden da Farmen hinbauen. Aber ich denke mal hier, wenn wir die Farmen hinbauen, da ist recht grün. Ich denke mal, das bedeutet, dass wir da richtig was bringt. Zwei sollten reichen für den Anfang. So, dann baut mal weiter die Straßen, Mannequins. Wir könnten... Das sieht gut aus. Ich denke mal, das hat damit was zu tun mit der Feldfarmen. Hier kann man wahrscheinlich nicht bauen, weil recht trocken sein wird, die Zonen. Die Grünen sind halt sehr nährreich. Ich hätte mal die Häuser gar nicht haben bauen sollen. Ich hätte da überall Felder hin machen sollen, ich Dödel. Na egal. Sind ja nur drei Flächen. Ja, so sieht's aus. Wir werden langsam vorankommen hier. Wir sind jetzt immer noch bei fünf Einwohnern. 15 können es werden. Die Zufriedenheit ist bei 67. Und wir werden dann als erstes gleich einen Forester nachher bauen. Und Steinmetzfuzzi brauchen wir. Zeigt ihr, dass wir den abgebrochen haben, ne? So, wir sind hier fleißig am Rohen und am Roden. Wir haben immer noch 5 Bewohner. Die Zufriedenheit ist jetzt auf 75%, also 75 Punkte. Ich weiß nicht genau, wie das zählt, aber es ist recht zügig hier wieder. So, wir können gleich mal gucken. Das können wir eh noch nicht bauen. Häuser haben wir erstmal genug. Wir brauchen nicht mehr. Schmackofer haben wir auch genug. So, wir haben jetzt 9 Bewohner. Das ging ja schnell. Die sind im Pimpern richtig schnell, die Jungs. Und wie ihr immer wisst, ich lege mal viel Wert auf Essen. Deswegen wollen wir dann noch ein bisschen Essen hinpflastern, bevor wieder Winter wird und wir zu viele Einwohner haben. Also wir haben hier eine hübsche Karte. Ich zeige euch die mal von oben. Schön ist, wir haben hier so eine kleine Halbinsel, wie ihr seht, und dann geht's hoch. Also es ist obwohl keine Halbinsel, kann man nicht gerade sagen. Es ist eigentlich eine Insel.
Leider sind die Karten immer noch recht klein. Ich hoffe, das wird, wie ihr sagt, irgendwann mal geändert. Und was haben wir denn hier? Chevet. Kohle. Oder? Ja. Machen wir ein bisschen abseits, würde ich sagen. Machen wir dahin. So. Industrie brauchen wir erstmal nichts weiter. Okay, Häuser haben wir noch genug. Ich würde sagen, ich fange wieder Häuser an zu bauen, wenn wir 12 Einwohner haben. 12, 13. Das könnte recht schnell gehen. Mal gucken. 12 haben wir. Wusste ich doch. Da werden wir jetzt ein Häuschen hinbauen. An die Festung gleich ein Häuschen ran? Nee. Das muss nicht sein. Hier werden wir ein Häuschen hinbauen. Hier. Und das war's erstmal. So, gleich haben wir wieder mehr Einwohner. Platz. Müssten dann 30 sein. Oh, wir haben wieder eine Nachricht. Für die Bevölkerung. Essen. Achso, ein Geschäft bauen wir für das Essen. Oder Lagermöglichkeiten sollen das wahrscheinlich nichts bedeuten. Das heißt, wir brauchen. Wo waren das da? Hier, wa? Nee. Hier, small. Dafür brauchen wir Steine. Die werden wir als nächstes abbauen. Wir brauchen ihn hier. 15 Holz brauchen wir dafür. Wie viel Holz haben wir? Im Moment nur 3 Holz. Sammeln die überhaupt noch Holz auf? Shoppen. 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 Nochmal shoppen. Ich vermute mal, irgendwann werden wir auch angegriffen jetzt. Man gibt uns wenigstens ein bisschen Startzeit. Das ist schon mal gut. Ist auch wichtig. Ja, so sieht's aus. Und wie verbringt ihr den Sommer? Gehen viele von euch in Schwimmbäder oder seid ihr eher die Schwimmbadhasser wie ich? Piesenholz. Okay. Machen wir. Im Moment können wir nichts weiter bauen. Die Häuser sind auch noch nicht fertig. Und wir haben genau 15 Einwohner. Jawohl! Ja, so sieht's aus. Ich hoffe nicht, dass wir schnell angegriffen werden. Wir müssen unsere Verteidigung bauen, aber wenn wir angegriffen worden sind und die Hälfte niedergebrannt worden ist. Oh, da ist schon angebaut alles. Guck mal, Leute. Und Abbau. Und das Essen wird reingebracht. Stapelweise. Und wir haben jede Menge Essen jetzt. 61% Zufriedenheit leider nur. Wir müssen was tun. Es wird Winter. So. Warten wir mal ab. Wir müssen hier mehr shoppen. Wir brauchen Holz ohne Ende. Aber wir müssen dann unbedingt einen Förster wieder einsetzen, der dann die Bäume wieder fertig macht. Dass wir da überall hinkommen. Und dass wir wieder Bäume haben, sagen wir es mal so. Ist natürlich sehr ärgerlich. Was haben wir hier? Open. Kein Arbeiter. So. Open. Ne, jetzt haben wir geclosed. Wieso haben wir da keinen Arbeiter? Wie war denn das da? Jetzt mal einen Fußweg hin. So. Baut. Oh, wir sind schon im 5. Jahr, Leute. Das ging ja schnell. So, und jetzt haben wir gleich noch eine Fabrik hier hinzumachen. Gleich daneben. Bringt unheimlich Kohle. Und könnte so langsam. Ja, bei 76 sind wir bei Zufriedenheit. So, was meckern die jetzt wieder? Mehr Farmen. Alter, wir haben schon so viel Farmen. Closed, okay. Not wood. Ach, wir brauchen dafür Holz. Okay, ich verstehe. Deswegen arbeitet da keiner. Es macht eigentlich wenig Sinn, sowas jetzt schon zu bauen. Es macht erst Sinn, wenn wir mehr Holz haben.
Natürlich doof. Wir bauen jetzt mal hier noch eine Straße hin. So, und wir bauen noch ein paar Häuser? Ne, bauen wir noch nicht. Wir brauchen Felder. Wir brauchen erstmal Nahrung ohne Ende. Oh, wir haben Drachenbesuch. What the fuck? Kampfisch. Lass uns in Ruhe. Ne, oder? Fliegen wir weiter. Hör auf uns anzugreifen. Es brennt, es brennt. Die Drecksau, der macht unser Dörfchen kaputt. Okay, wir müssen uns verteidigen. Ich sehe es schon kommen, Leute. Achso, jetzt geht's weg. So, da springen sie schon. Super, sie löschen das Feuer. Wir müssen uns das einfallen lassen. Und da brauchen wir wahrscheinlich hier. Stein brauchen wir dafür und Gold. Das ist schlecht, Leute. Das ist richtig schlecht. Not stuffed. Ah, jetzt sind 4 Arbeiter dran. Sehr schön. Jetzt können wir erstmal abbauen hier. Das brauchen wir nicht. So, und dann werden wir sagen, wir setzen hier noch so ein Ding hin. Wir haben einfach zu wenig Bäume dafür. So, so langsam kriegen wir Steine ran. Können wir das Ding nur aufwerten hier? Ne, können wir nicht. Okay, wir sind am Haus bauen oder am Farmen bauen. Wir haben die nächste Ansage. Haus. Okay, wir müssen wie ihr sagt, Häuser erstmal bauen. Aber ich warte erstmal ab. Ich möchte gerne was Größeres bauen. Ich werde jetzt ein großes Ding hier noch hinbauen. Machen wir mal gleich hier hin, würde ich sagen. Hier bauen wir es hin. Können wir nicht. Achso, es braucht mehr grüne Fläche dafür. Na gut, dann bauen wir es dahin. So, wir haben 30 Bewohner, Leute. Wir haben 30 Bewohner. Der erste Rekord ist schon mal geknackt. Ich werde jetzt hier noch ein paar kleine Häuschen hinstellen. 3 Stück. Das sollte erstmal reichen. Und dann werden wir hier rundherum noch ein paar Farmen setzen. So, wir haben die nächste Farm gesetzt. Wir haben die nächste Nachricht. Ruinen. Okay, Ruinen im Winter. Wo haben wir Ruinen im Winter? Wir haben ja alles fett. Da ist eine Ruine. Okay. Ein Haus ist eine Ruine. Na super. Was haben wir da erst gebaut? Vor 5 Jahren. Also, das ist ja eine Haltbarkeit wie am Berliner Flughafen. Schöne Welt. So, da ist einer fleißig am Arbeiten. Die nächsten Farmen werden gebaut. Wir werden mal gucken, dass wir jetzt noch ein paar Farmen bauen können. Weil die sind enorm wichtig. Nee, können wir noch nicht. Wir müssen warten, bis die erschlossen sind. Wieder Nachrichten. Oh, ich werde ja irre, ey. So, da haben wir's. Was? Peanuts und Hemmelmin, bla bla bla. Gut, wir haben ja mehr als genug Essen. Steine kriegen wir jetzt auch ran. Das ist wunderschön. Was haben wir denn hier im Brunnen? Einen Brunnen können wir gebrauchen. Wir können aber auch Industrie gebrauchen. Wir brauchen unbedingt einen Forester, der uns das hier alles wieder aufwertet. Können wir den da hinsetzen? Nee, können wir nicht. Wieso können wir den da nicht hinsetzen? Ach, ist doch ärgerlich sowas. Warte mal, Small Gomery. Sollten wir auch bauen, hatten wir gesagt. Mal dahin. Können wir nicht. Machen wir es hier hin. Und dann werden wir noch eine Straße dahin bauen. Dann haben wir das Ding auch gleich angeschlossen. Kann nur Pluspunkte bringen, sowas. Wir können wieder Felder bauen. So, wir wachsen und gedeihen. 45 Bewohner passen jetzt hier rein. Und eine Zufriedenheit von 78. So, Food. Okay.
Wir werden jetzt noch ein bisschen warten und dann werden wir noch mal gucken, wie wir... Katapult können wir noch nicht bauen, ne? Also Nahrung gibt es jetzt ohne Ende. Wir haben schon viel zu viel. Ich muss mal gucken, wo wir ein Lager bauen könntet hier, wa? Wahrscheinlich. Ja, hier. Das müssen wir bauen. Wir brauchen 25 Holz, Leute. Wie viel haben wir? 0 Holz. Das ist ja wieder Bombe. Kommt erstmal Nahrung ran. Shoppen. Shoppen. Auch shoppen. So, wir sind am Shoppen. Nicht das Shoppen, was ihr wieder denkt. Das Holz shoppen. Bäume shoppen. So, unsere Stadt wächst und gedeiht, wie ihr seht. Sieht doch schon mal schick aus. Wir müssen wahrscheinlich irgendwann jetzt demnächst was gegen unsere, für unsere Verteidigung, nicht gegen unsere Verteidigung machen. Aber ich würde sagen, das seht ihr in der nächsten Folge und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Schreibt mir gerne eure Kommentare rein, was ihr von dem Spiel haltet und allgemein eure Meinung zu dem Spiel. Haut mir einen Daumen rein, wenn ihr Bock habt oder sogar ein Abo, wie ihr möchtet. Bis dann, schön mit euch, euer Berliner.